So, wie vielleicht manche schon mitbekommen haben, ich setze mich mal, waren wir ein paar Ulmer, so die, ja, also bei uns hier aus der Gruppe in Amsterdam und auch ein paar aus der, ja, aus der lokalen, ich sag mal, IoT-Szene in Amsterdam auf der The Things Conference. Das ist die Konferenz von, ja, organisiert von The Things Network. Aber es gilt eigentlich als eine LoRa-Konferenz. Also es ist gar keine TTN-eigene Konferenz, die das Thema TTN abdeckt, sondern es ist eine LoRa-Konferenz, nennt sich auch die weltgrößte LoRa-Konferenz, was nicht so schwierig ist, weil es gibt, glaube ich, nur, es gibt nur die. Also jedenfalls in der Größe und in der Professionalität. Genau, das ist eine ganz andere Folie, die ich zeigen wollte. Ich fange mal hier an. Ich habe so ein bisschen ein paar Themen mitgebracht, die ich einfach so ein bisschen zeigen will oder was da so ablief. Im Prinzip ging es über 2 Tage in Amsterdam in so einer schönen alten, sehr, sehr kalten Fabrikhalle. 2, 3 sind auch krank geworden. Das war wirklich teilweise ein bisschen unangenehm. Also das war so ein negativer Punkt. Das dürfen die auch wissen. Das haben wir auch gesagt. Das war nicht so angenehm. Waren wir da zu Gast 2 Tage lang. Es gab auf 2 Tracks gab es Vorträge über querbeet alle Themen. Natürlich sehr businessorientiert viele Vorträge. Also da war so ein bisschen das Credo, Firmen kommen, zeigen ihre Produkte, die was mit LoRa machen oder ihre Services, die irgendwie zu der LoRa-Welt dazugehören. Und haben dann natürlich immer noch so ein bisschen einen Praxisbezug und so ein bisschen Best Cases, Best Practices, die sie erklärt haben. Also das war ganz interessant. Natürlich war das am Schluss auch immer, oder es lief am Schluss immer darauf raus, dass sie so einen Sales-Pitch gebracht haben. Ja, unser Produkt kann das und das ist gut. Insgesamt waren die Vorträge aber schon nicht schlecht. Also es waren ein paar Perlen dabei, die waren auch sehr gut. Da habe ich auch ein paar dann nachher noch als Video verlinkt. Ja, die Vorträge waren, wie gesagt, gemischt. Dann gab es eine Menge Aussteller. Quasi so alles, was Rang und Namen hat, war irgendwie da. Aus der LoRa-Welt, von Semtech, Microchip, über Smart Makers, da kommen wir nachher noch dazu, aus Karlsruhe. Bosch war da. Oh, ja. Und noch viele andere. Gibt es auf der Webseite auch nachzulesen. Der TTN-Mapper-Mann war da, falls dem jemand das sagt, der so ein bisschen kleine Berühmtheit in der Szene, da haben sich irgendwie alle gefreut, weil er diese Karte da gemacht hat. Ja, genau, ich kann mal vielleicht starten. Achso, ja, wer aus Ulm noch dabei war, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also wir waren zu 9 sogar aus Ulm, was relativ überraschend war, dass so viele mitkamen. Am Anfang haben wir gedacht, es sind eigentlich nur 2, 3 Leute, die Interesse haben. Es war noch eine relativ große Delegation der Citizens dabei, also von dieser Ausgründung von mehreren Ulmer Firmen. Oder quasi eigentlich nur aus von diesen Firmen waren Leute dabei, ja. Im Endeffekt kein Externer. Also von 9 von, glaube ich, 1300 Leuten, die insgesamt auf der Konferenz waren, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Manche sagen 2000, manche sagen 1300, da habe ich 1500 gehört. Ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ob die Aussteller mitgezählt werden oder nicht. Ich habe jetzt hier so ein paar kurze Videos mal verlinkt. Ich glaube, das erste geht super schnell, das kann man sich mal kurz angucken. Simon? Wie komme ich denn hier aus dem Vollbild raus? F11. Okay. Also das Video, die haben sie am Anfang gezeigt. Das ist ganz nett, um in die Thematik reinzukommen. Für uns jetzt vielleicht nicht. Kriegen wir irgendwie, Sie kriegen irgendwie Ton oder so, Maxi? Die hatten natürlich auch am Anfang, das kann ich vielleicht schon mal erzählen, so einen Countdown. Also das war der Vortrag vor der ersten Keynote, vor dem ersten Vortrag. Da haben sie so einen Countdown gemacht und haben, glaube ich, damit gehofft, dass es alle anfangen runterzuzählen. Hat natürlich keiner gemacht, da war totenstill im Raum. Nee. Also ja, vielleicht für das Video ist es nicht so wichtig, fürs nächste vielleicht dann schon. Aber ich kann mal so ein bisschen weitererzählen, was quasi noch so ein bisschen im großen Stile passiert ist. Die haben halt also gerade TTN selbst hat ein paar Sachen vorgestellt, die ganz interessant waren.
Vor allem dieser V3-Stack, den sie vorgestellt haben, da komme ich noch dazu. Video müsste gehen, oder? Welcome to the Things Conference. Since the last year, a lot has happened. The Things Network now has 6,000 active gateways, 60,000 accounts, active in over 100 countries, held 5 regional conferences, and we routed 5.5 billion LoRaWAN packets. Muss ich kurz pausieren. Bei der Folie habe ich mir gedacht, 6.000 aktive Gateways. Und dann haben wir in Ulm immer diesen Witz, wir haben mehr Gateways wie Nodes. Und da habe ich eigentlich noch gehofft, dass die Anzahl der Nodes kommt, die man so vielleicht irgendwie aktiv hat. Kam aber leider nicht. Wenn jetzt irgendwie 6.000 aktive Gateways und 5.000 Nodes sind, wäre das ulkig gewesen. Aber. Supporting many value-driven use cases around the world. The LoRaWAN ecosystem has proven that building an open business ecosystem on top of open technology is the key in addressing a highly fragmented global Internet of Things market, bringing something new to the world of connectivity. Autonomy. No dependencies on device subscriptions, no dependencies on nearby Wi-Fi access points, and no dependencies on active power sources. Allowing you to put devices freely in the field, to gather data, or to control systems. In this fast-moving world, the only way to stay relevant is through innovation and speed. Becoming better and faster every day. This highly competitive market is putting the end user right at the center. Farmers can now secure their yield by getting the data from their fields. Hospitals can remotely check the temperature of their fridges. Researchers can track the endangered species and focus on their research. Citizens can get real-time data on air quality. Building managers can now get complete insights and reduce their CO2 footprint. They are at the center of what we are doing. They are at the center of the big IoT dream. Better, faster, and cheaper technology to service the end user. That is what this conference is about. Ja, das war's. Die holen natürlich schon groß aus hier mit, ne, mit Musik und allem drum und dran und so. Und fürs Intro war es ganz nett gemacht. Ja, aber im Prinzip inhaltlich jetzt nichts, was, glaube ich, uns hier vom Hocker haut. Was noch ganz ulkig war, jemand hat gefragt, ob diese Schildkröte, die man da gesehen hat, ob man, der hat ja irgendwie so eine Kamera auf dem Rücken, ob das jetzt auch über LoRa geht, das Kamerabild zu übertragen. Die Antwort war dann nee. ja, und dann gab es noch die Opening Keynote, die ist interessant, also das würde ich jedem empfehlen, die sich mal anzugucken, das war wirklich toll. Da erzähle ich heute am meisten davon, was sie da so vorgestellt haben, dort wieder zu 40 Minuten. Kein Ton, glaube ich. Aber die beiden, das sind ja die beiden, ja, zwei von drei der Köpfe von TTN, die haben die großen Vorstellungen gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall, dass vielleicht, wenn man so ein bisschen einen großen Überblick haben will, was passiert, das war ganz nett. Also das ist echt interessant. Dann gab es noch so ein kleines Aftermovie. Das können wir vielleicht am Schluss kurz angucken. Das sieht man nochmal so ein bisschen, wie es wirklich dann auf der Konferenz war. So ein bisschen Eindrücke, aber inhaltlich jetzt auch nichts, was einem vom Hocker haut. Dann die eigentlichen coolen Sachen, die passiert sind. Ich kann das Coolste gleich mal vorwegnehmen, was die meisten bei der Konferenz am coolsten fanden, was das Thema war. Es gab für jeden Teilnehmer ein Gateway geschenkt. Und das war das Thema des Wochenendes oder des Donnerstags und des Freitags. Wann gibt es die Dinger? Wo gibt es die Dinger? Kriegt jeder eins? Es hieß irgendwie, jeder, der den normalen Preis bezahlt hat, bekommt eins. Dann war die Frage, oh, ich hatte einen Rabattcode, kriege ich trotzdem eins? Alle hatten einen Rabattcode. Es gab keinen, der den vollen Preis bezahlt hat. Alle hatten -15%, -20%. Also, dann war da die große Angst, kriege ich ein Gateway, kriege ich keins. Dann war irgendwie klar, die Aussteller sind natürlich nicht gemeint. Da waren die. Aber es gab dann 800 Gateways für eigentlich jeden quasi. Wenn man früh dran war, es hieß, man muss nicht früh ran, aber wenn man nicht früh dran war, hat man eine 915 MHz-Variante bekommen, die man in Europa nicht verwenden kann, was so ein bisschen doof ist, weil die 868er waren halt weg. Naja, ich habe eins bekommen. Ist eigentlich ganz nett, vielleicht können wir es mal durchgeben. Ist ein
sehr günstiges $70 Indoor Gateway, das die vorgestellt haben. Die haben auch noch ein neues Industrial Gateway vorgestellt. Das zeige ich, glaube ich, nachher auch noch auf irgendeiner Folie. Da kann man auch schon mal aufrufen. Für $70 ist das echt, oder mal schauen, was es in Euro kostet, wahrscheinlich 70 Euro oder 75, wie das immer so läuft. Ist das aber echt ein vernünftiges Gateway. 8 Channel, hat ja eine interne Antenne, die natürlich jetzt nicht so die beste ist, so ein kleiner Metallstreifen. Die kann man aber auch ersetzen. Ich habe das schon mal aufgeschraubt, da ist einfach ein UFL-Stecker drin, da könnte man noch eine große hinsetzen. Aber für den Preis ist das ein echt vernünftiges Ding. Und hat er in den ersten Tagen so ein bisschen ein Problem, weil es nur auf 3 Channels gehört hat. Das haben dann gleich die Leute bemeckert, statt 8 Channels. Da hieß es dann, oh ja, da haben wir einen Fehler gemacht und haben die von außen eine neue Konfiguration drauf gepusht über so einen Wartungschannel, was auch ganz, ja, wenn man jetzt so privacy-mäßig nicht ganz so wild drauf ist, dann findet man das ganz praktisch, dass die das von außen verbessern können. Also das ist echt in Ordnung. Interessanterweise ist da auch kein, ja? Da gibt es ja von Trakino so ein Zweifel-Gateway auch. Mhm. Nee, das ist Quatsch. Das ist einfach ein normaler RFM-Chip drauf, also der Chip, der auch auf den Nodes drauf ist, und der kann eigentlich auch nur auf einem Channel hören. Also ob, dann ist es ja oder so, ja, das kann sein. Aber also wenn das jetzt $70 kostet oder Euro kostet, dann das kaufen. Also das, die verkaufen die ab nächste Woche, dieser Woche. Also es hieß irgendwie, ja, das wird auf der Seite hier. Thingsindustries.com wird es das geben. Ich glaube, diesen Freitag oder so. Die hat noch irgendein Zertifizierungsproblem. Also ich vermute mal, dass hier irgendwann nicht mehr Sign-up steht, sondern Buy. Das wird es irgendwann geben. Also das gibt es demnächst. Interessanterweise ist da gar kein, ja, was ist da so drin, ARM-Chip oder sowas drin, sondern da ist ein ESP8266 drin. Also wirklich ein ESP-Chip drin und noch ein bisschen LoRa-Hardware. Und deswegen auch so günstig, aber das tut es halt vollkommen. Also, ist ganz in Ordnung. Wenn man das, was gerade rumgeht, ein bisschen genauer anguckt, ich vermute, dass die irgendwo 800 Stück so ein bisschen, die waren übrig bei irgendeinem Hersteller, dann hat man die gekauft als Geschenk und dann hat man gemerkt, das tut sich vielleicht auch ganz gut als Produkt selbst, weil da ist ein Aufkleber drauf, Special Edition, Konferenz, Gateway. Wenn man den wegmacht, kommt irgendein Markenhersteller, der die Dinge halt so verkauft. Und ich vermute mal, die waren übrig und dann hat man die verschenkt. Aber nichtsdestotrotz, gutes Gateway. Und ja, so die Tests zu Hause jetzt die ersten paar Wochen. Ums Haus rum ist ganz okay, aber natürlich empfängt man jetzt kein Paket von der anderen Seite der Stadt. Also das ist dann auch klar. Wenn wir jetzt hier sind, das wurde noch vorgestellt. Das ist der Nachfolger des eigentlichen bisher bekannten TTN-Gateways, was aber auch irgendwie kaum jemand hat, was es lange nicht gab. Und wenn es mal gab, war es sehr schnell wieder ausverkauft. Maxi hat es auch mal versucht zu kriegen. Das macht es aber auch einen ganz guten Eindruck. Das nächste neue Gateway von TTN kostet $400. Mittlerweile stellen die es auch nicht mehr selbst her, das haben sie gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Das kommt jetzt von Chemtech, nicht zu verwechseln mit Semtech. Aber Chemtech ist das sind, glaube ich, abtrünnige Semtech-Mitarbeiter gewesen, die was Eigenes aufgemacht haben und dann wieder von Semtech gekauft wurden. Also es ist jetzt wieder Semtech, hat aber noch diesen Markennamen. Irgendwie so ist, glaube ich, die Geschichte dahinter. Und darüber weiß man nicht mehr, wie das, was da steht. Ist aber, glaube ich, auf den ersten Blick eine ganz vernünftige Sache und für $400 ist, glaube ich, eine Kampfansage an die anderen Gateways. Also das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es das gibt. Wer sich fragt, wie ein Gehäuse gleichzeitig IP67 und IP54 sein kann, das ist, glaube ich, ist IP67, das da unten ist einfach Quatsch. Da habe ich schon nachgefragt. Ja, das hat nicht die Seite stimmt da nicht. Genau, die haben sie vorgestellt, nicht mehr dazu gesagt eigentlich, außer das, was man hier so nachlesen kann. Ja, war nicht ganz preiswert und spannend. Dann gab es die Generic Note. Die haben nicht nur ein neues Gateway vorgestellt, sondern auch eine neue eigene kleine Note. Jetzt muss ich mal
gucken, nee, das ist der Blogbeitrag. Ja, ja, da gibt es eine Webseite dazu. Hardware auch nicht von TTN hergestellt, sondern auch mit Partnern zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Seite genannt sind hier. Ich glaube auch irgendwie mit Gemtech oder ARM. Nee, ARM steckt, glaube ich, mit drin. Zumindest gab es einen Talk. Man kann es mit, hier unten, ganz unten sieht man es, mit ARM Embed OS lässt sich es programmieren. Genau, ein Microchip war dabei, die waren es. Das wirkt echt gut. Gab auch nicht mehr Infos wie das, was man jetzt hier auf der Webseite sieht. Vielleicht können wir noch gleich in das Video reingucken, aber sieht von der Form her, hat es mir jetzt nicht so gefallen, sieht ein bisschen aus wie so diese Wassereisform, die man so ins Tiefkühlfach legt. Mit einem aber hat eine Menge Sensoren schon drauf. Ich weiß nicht, ob die einen Preis genannt haben. Die kommen schon mit, die Sensoren. Die sind alle, ja, das ist alles dabei. Ich lasse einfach mal das Video laufen. Ich glaube, da sieht man so eine Explosionszeichnung. Ja, hier, da. Also die haben das haben sie auch immer gesagt, das war so ein generelles Dings der Konferenz. Wir wissen, Hardware ist echt komplex, das kriegen viele nicht hin. Dann geht der Sensor nicht, dann geht der Arduino nicht, dann hat man, das wollen sie sehr stark wegabstrahieren, sodass man quasi die Node in die Hand gedrückt bekommt und sie auch sehr einfach programmieren kann. Auch vielleicht weg von so Arduino C, sondern zu Sachen, die halt ein bisschen einfacher sind und ein bisschen zugänglicher für, wie sie mal gesagt haben, die heutige Generation der Programmierer, die vielleicht so, ja, naja, also nicht mehr halt so hardware-nah. So ist ja vielleicht schon in der Masse der Fall, wenn man da vielleicht eher aus der JavaScript-Welt kommt oder Webentwicklung oder sowas oder App-Entwicklung, ne, irgendwie Swift oder so, dass man dann sagt, hey, mit dem alten Kram kann ich nichts anfangen. Und man stolpert ja über so viele Probleme dabei, die man ja eigentlich gar nicht haben will, wenn man die eigentliche Anwendung im Blick hat. Wenn man sich nicht drum kümmern, ob jetzt das by the way richtig rumgeschiftet hat oder so. Ich weiß nicht, ob es hier Ton gibt, Maxi. Hast du? Mach mal an. Retail, smart offices, wieder mit einem guten Beat drunter. You can build that app with ARM's Embed OS and provision it to the generic node from the cloud. The app is provisioned remotely over LoRaWAN on deployment through simple messages or firmware updates over the air, while the device is already in the field. This means that from production all the way to installation, it is the same device. This brings immense economies of scale advantages, which allows us to bring this product at a disruptively low price point, yet with short delivery times around the world. Of this generic node, you can find the microchips SAMR34, the LoRa radio, and MCU packed in one system in a package. It can measure temperature with high accuracy, detect touch, water, and proximity, movement in all directions, and light sensitivity. Security is embedded through a secure element, allowing it to join any LoRaWAN network in the world that supports the latest specifications set by the LoRa Alliance. And it brings everything you expect from a solid LoRaWAN sensor node, long range and longevity, on a single standard AA battery. This product enables you to start building IoT solutions without the complexity and risk of hardware engineering, and lets you focus on the software that makes the product unique. Get it now! Ja, gibt's halt noch nicht. Also nix get it now. Genau. Das glaube ich, also initial bespielen glaube ich nicht. Da habe ich mich auch gefragt. Also dieses ARM, diese ARM Embed IDE, sage ich mal, da gibt es auch einen schönen Talk von einem der ARM-Mitarbeiter, der dieses ganze System vorgestellt hat. Ich denke, dass das System irgendwie eine Provisionierung
über dann eine andere Schnittstelle anbietet. Das habe ich mir auch gefragt, das weiß ich nicht, wie man initial sein großes Paket drauf bekommt. Was Sie kurz gesagt haben, auf einer Folie davor, war dieses Update over the Air. Das ist auch eines der Punkte, der großen Punkte, die ich mir so markiert habe, die echt interessant waren. Die haben jetzt ein System gebaut, wo man wirklich Updates seiner Node, also wirklich Code-Updates seiner Node, über LoRaWAN auf das Device pushen kann. Die machen halt einen sehr schlauen Diff-Algorithmus, gehen wirklich nur die Bytes runter, die man, die sich geändert haben. Die gehen so von, was haben sie gesagt, waren es 8 Kilobyte oder so im Durchschnitt, was sie dann pro Update zu denken, was man so runterschicken muss, wenn man ein mittelgroßes Update hat. Nee, die machen das mit Class C, also die horchen einfach immer und schicken es dann. Es wird dann irgendwie getimed, also man kriegt erst so eine Art, Mittwoch um 18 Uhr geht's los, dann hören alle Nodes und dann geht ein Paket quasi, also ja nicht ein Paket, es gehen mehrere Pakete gehen dann runter, bis es eben die 8 Kilobyte voll sind und so lange hören die auch. Also die haben so ein Update-Fenster, wo man dann auch nicht senden kann, logischerweise, aber da wird einfach mal mehrere Minuten nur gehört und dann kommt das Update rein. Und das, da gibt es auch einen Talk, ich mache nachher nochmal die Liste der ganzen Talks auf, über das Update-System. Das hat sich sehr gut angehört. Also das ist, wenn man das unbedingt machen muss, und ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, die Node muss jetzt abgedatet werden, ist halt der Plan, die haben einen Zeitpunkt, wo alle Nodes sich quasi so Multiplexing-mäßig updaten. Also das ist echt eine spannende Idee, weil das war auch ein allgemeines Thema, dieses, naja, jetzt hat man seine 2, 3 Nodes, da kann man die alle noch von Hand handeln, aber was ist, wenn man jetzt 7000 hat oder 500, das reicht ja schon. Wie wartet man die? Wie provisioniert man die mit den Keys? Zeige ich auch noch gleich, da gibt es auch so ein neues System. Hat man hier auch gesehen, die haben von so einem Secure Chip geredet. Das gehört da dazu. Also ich vermute mal, dass das initiale Bespielen anders geht, aber dann halt nachher das Update. Die Updates gehen dann over the air. Und zu der Node, ich weiß es gar nicht, da haben sie jetzt keinen Preis gesagt. Die wird aber, glaube ich, auch vergleichsweise günstig sein. Wenn das Gateway nur $70 kostet, kann die Node nicht mehr kosten. kann man sich auch hier anmelden, join the Early Access Program. Hier unten gibt es einen Link. Ich habe mich da mal eingetragen, gibt mal seine E-Mail-Adresse an. Mal schauen, wann da was passiert. Aber alles irgendwann jetzt demnächst verfügbar. Demnächst ist nicht definiert, aber jetzt auch nicht mehr Monate oder Jahre wie Lipium Gateway, sondern vielleicht ein bisschen neu. Was ich mich noch gefragt habe, da habe ich nie die Leute dann vor Ort gefragt, aber muss mal zu dieser Explosionszeichnung im Video zurück, wie dieser Touch- und Wassersensor da funktionieren soll. Also das ist ja diese diese Kupferfläche hier. Hier sieht man sie ja so ein bisschen. Das Ding ist ja zu. Bitte? Das habe ich mir gedacht, aber wenn die Hülle drauf ist. Ach so, das reicht dann schon. Wenn es nah genug dran ist, dann. Ah, okay. Und mit Wasser auch dann? Ist auch Feuchtigkeit. Okay, ja, das stimmt, ja. Ja, okay. Ja. Hier auf dem, jetzt gerade gut erwischt, dieses Secure Element, das ist auch eine ganz spannende Sache. Das haben sie relativ früh vorgestellt, das war einer von Semtech, habe ich jetzt keinen Link. Aber da haben sie genau das Problem angesprochen, was so die großen Installationen haben. Man hat viele, viele Nodes und auf jede einzelne Nodes muss ein eigenes, eine eigene App-ID drauf, eine eigene Device-ID drauf und einen eigenen App-Key drauf, um es zu programmieren. Und das ist was man einer großen Installation einfach nicht mehr leisten kann. Jedes einzelne anstöpseln, dann vertut man sich. Und heutzutage läuft das so ab, das hat er auch gezeigt, da gibt es einfach ein 7000 Zeilen langes Excel, was in die Firmen, in die Fabriken geschickt wird und dann sitzt da jemand und tippt das ein. Also so läuft das teilweise und wahrscheinlich nicht nur teilweise, schon wahrscheinlich auch häufiger. Und was die jetzt hier gebaut haben, das sind so mehrere, die das zusammen gemacht haben, aber Semtech ist da der große Player dahinter, ist, die haben so einen Chip, das ist dieses Secure Element, der hat auch einen Namen, ATCC, irgendwas, der macht, und da habe ich jetzt nur gefährliches Halbwissen, gefährliches Viertelwissen vielleicht sogar nur, der macht die ganze Provisionierung für dich in so einem Secure Handshake Public Private Key System.
Also die provisionieren schon in der Fabrik safe, ohne dass sie was Böses machen können, deine Chips für dich. Also in der Herstellung schon. Das wird schon in der Fabrik reingebacken und kryptografisch hat sich sinnvoll angehört, soweit ich es da bei den Vorträgen verstanden habe. Das ist mal gucken, was da so rauskommt. Aber das ist zumindest eine Lösung für dieses Problem, das wir jetzt hier nicht so haben, aber was es vielleicht manchmal gibt. Ah, hier ist er. End-to-End Security ATEC 608A. Mal gucken, was ich mir da gebookmarkt habe. Ja, das ist ein kurzer Blogpost über den von TTN über das Thema. Was ist mal hier? Read more. Kommt vielleicht der Talk. Ja, also wenn das tiefergehend interessant ist, kann man sich das nochmal angucken. Das ist, glaube ich, das Video, was während dem Talk lief. Things Industries, we put security at the core of our design, processes and architecture. The Internet of Things industry owes their users a relentless dedication in keeping their data secure. This is our vision on IoT security. Man sieht auch, die gleiche Agentur haben alle Videos gemacht. Internet of Things security is about authenticity, integrity and confidentiality of data. Authenticity is about that you know exactly which device you receive the data from. Integrity is about that data has not been tampered with. And confidentiality is about that data is only readable by the parties that should have access to that data. In IoT, we achieve this by encrypting and signing the data between the device and the cloud with keys, and ensuring that these keys are only in the hands of the right entities. As long as you know that you trust the parties that have your keys, all is good. In IoT, this can become very challenging. When you manufacture 100,000 devices offshore, you can choose to trust your manufacturer with your keys and send it to them so they can be provisioned. Or you can do the key injection in-house, which then would add significant additional costs. This means that doing IoT security at scale can be very challenging. We created a product and a service that delivers secure join, secure communication, and secure key provisioning for LoRaWAN networks. The product is a new microchip, ATECC608A. It is a secure element which stores root keys for securely joining any LoRaWAN network. At the Things Industries, we provide a hosted LoRaWAN join server that's included in the product. This join server is compatible with any LoRaWAN public and private network. You can migrate from the Things Industries join server to any join server by a secure rekeying procedure. The way it works is that the root keys are injected into the chip in a highly secure facility at Microchip. It is physically impossible to read the root key from the chip after it is inserted. When the device joins, the chip generates device session keys from the root key, the same way the join server does it. Creating a key pair that is identical, yet without any physical exchange between the device and the cloud. The root keys can be managed by the Things Industries or by a key management party of choice. Basically, we are revolutionizing LoRaWAN security by removing the need for key provisioning, pushing more secure and more efficient LoRaWAN deployments. Get your The Things Industries secure element today at Microchip and start building scalable, secure LoRaWAN solutions now. Ja, also könnte eine ganz spannende Sache sein. Ich habe mich da immer gefragt, ob man so im Kleinen, also wieso, ne, wenn wir da sagen, wir hätten gerne mal zwei von denen oder mal zehn oder sind die jetzt immer mit dabei auf allen Nodes oder gibt es die mal von Adafruit dann auch und also schon fertig in eine Node eingebaut und wie kann man die verwenden, aber für größere Sachen bestimmt interessant. So, zurück zur Präsi.
Vielleicht gleich zum neuen V3-Stack, der ja schon lange angekündigt wurde. Also bisher, wenn man so heute so LoRaWAN verwendet oder der TTN verwendet, arbeitet man noch mit dem V2-Stack, den es ja schon mit ein paar Jährchen gibt. Fast 2 Jahre. Und jetzt endlich an der Konferenz haben sie das GitHub Repository Public geschaltet. Das war der Jubelstürme durch die Halle ging da, als er da Publish gedrückt hat. Und das ist hier das Repository, das ist irgendwie so eine Get Started README. Ich kann nochmal zurückgehen. Es ist natürlich noch nicht live, also live im Produktiv bei denen, im Public-Netzwerk, also im TTN. Aber wird demnächst dann auch kommen. Man sieht ja noch so eine lange Liste von To-Dos, die die noch machen müssen. Und das Wichtigste ist vielleicht auch so für uns, bevor man es verwenden kann, das Web-Interface, und da fehlen noch so ein paar Haken. Die sind sie noch nicht fertig. Aber der Kern des neuen V3-Stacks, der dann auch LoRaWAN 1.1 kompatibel ist, der ist schon da. Und den kann man heute jetzt auch schon benutzen. Genau angeschaut habe ich es mir jetzt noch nicht. Aber mal so ein kleines Test-Setup oder so, glaube ich, machen wir hier auf jeden Fall mal. Setzen das mal auf, gucken, was das so kann. Eine interessante Sache, die noch damit vorgestellt haben, neben diesen ganzen LoRaWAN 1.1 Features und Umbenennungen und was da so alles Neues mitkam, ist dieses Konzept von so Roaming. Ich glaube, die haben es mehr so Brokering genannt, aber eher so ein Roaming-Konzept, dass man gar nicht so arg auf das Netzwerk festgelegt ist, das man verwendet, also zum Beispiel TTN, sondern dass TTN jetzt hier mit diesem V3-Stack einen, ich nenne es mal Standard, geschaffen hat, um zu roamen zwischen TTN und einem anderen Provider. Ja, da gibt es ja die Schweizer Telekom hat, glaube ich, ein LoRaWAN-Netz, da roamt man mit denen. Oder mit Lorio, also dieser IoT-Anbieter, die auch ein eigenes Netz haben. Oder man hat vielleicht einen privaten V3-Stack und sagt, man hat gar nichts mit TTN oder TTI zu tun, sondern man macht es selbst. Aber man leitet Pakete, die bei einem in der Stadt ankommen oder in seinem Netz ankommen, einfach weiter. Also wie man das mit Roaming auch kennt aus dem Mobilfunknetz. Man ist in Italien im Urlaub und kriegt dort eine SMS und die kommt halt irgendwie über Roaming bei einem an, auch wenn das gar nicht der eigene Provider ist. Und das haben sie noch vorgestellt und versuchen da auch immer so ein bisschen den Weg jetzt zu finden, sich so ein bisschen, also TTN versucht das, zu so einer Art Macher des offenen LoRaWAN-Standards zu werden oder der Provider-Software dahinter, also des Netzwerks dahinter. LoRaWAN ist nicht die Funktechnologie an sich, sondern so das, was so diese Provider sind und wie die miteinander reden, damit nicht das passiert, was immer mehr passieren wird und auch schon passiert ist, dass die so Insellösungen haben. Jeder IT-Provider hat so sein eigenes Netz, keiner darf rein, was vielleicht bei manchen sinnvoll erscheint, manchmal vielleicht auch sinnvoll ist, je nachdem, was man für eine Anwendung hat, aber irgendwie auch schade ist, wenn man überall so Insellösungen hat. Man hat 3 Netze in Ulm und keiner kann von dem anderen profitieren. Und das versucht TTN, auch wenn die natürlich selbst immer so ein bisschen versuchen, auch ihr eigenes Produkt da zu verkaufen, gerade in diesem TTI-Arm, die versuchen da das dem ein bisschen entgegenzuwirken, was ich eigentlich ein sehr guter Ansatz finde. Genau, also zu dem Stack 3 ist natürlich heiß erwartet gewesen, aber jetzt nichts so ein super knackiges Thema wie ein umsonstes kostenloses Gateway. Deswegen ist das war mal beim Live-Schalten ganz cool, aber dann geht natürlich die harte Arbeit hier los, wenn man das mal ausprobieren will, sieht man hier schon. Aber wer da Interesse hat, das lässt sich auch relativ einfach aufsetzen. Das ist ein relativ schlankes Projekt, würde ich auch sagen. Das ist, glaube ich, echt machbar, wenn man da so in der Welt natürlich ein bisschen zu Hause ist. Dann kann man da schon recht schnell zu einem Ergebnis kommen. So, V3-Stack. Dann haben wir noch, das war cool. LoRaWAN in Space. Da gibt es leider nicht viel. Es gibt einen Talk dazu, ein langes Video, aber es gibt nicht so schöne Folien. Ich habe hier auch nichts gefunden. Aber ich kann das vielleicht kurz umreißen. Es gibt diese Lacuna Space Firma, die schießen Satelliten ins All. Guck mal, vielleicht sieht man hier noch was, Lacuna mit einem Bildchen. Ja. Und was die jetzt machen ist, die werden LoRaWAN Gateways auf Satelliten setzen und die dann
ja, um die Welt kreisen lassen. Und auch wirklich kreisen lassen. Das ist überhaupt nicht mein Thema, da bin ich nicht drin. Das ist kein stationärer Satellit, sondern der fährt wirklich rum. Und die haben dann mehrere, sodass sich quasi diese Spirale, die sich dann um die Erde bildet, wenn sie sich gleichzeitig auch noch um die eigene Achse dreht, immer wieder aufgefangen wird von dem nächsten Satelliten. So, dass man quasi mehr oder weniger alle paar Minuten, jede halbe Stunde ein Satellit vorbeikommt, wo man dann seinen Payload hochjagen kann. Und der dann halt dann wieder runterfunkt, irgendwo, wo er Empfänger auf dem Boden hat. Die haben auch so eine, angelehnt an TTN, also The Things Network, haben sie The Lacuna Network oder The Space, nee, die haben so ein, ja, wie hieß denn das nochmal, das stand auf der Folie davor. The Lacuna Network. Doch, richtig. Also hier unten, wo es fett gedruckt ist. Die haben quasi auch so eine Art Standard geschaffen, wo andere Satellitenbetreiber mitmachen können. Die sagen, ja, da haben wir Bock drauf, wir nehmen auch so ein Gateway mit hoch und tauschen dann auch untereinander unsere Pakete aus. Um da halt auch wieder nicht dieses Ding zu haben, hat jetzt ein Satellitenanbieter, der macht TTN und der andere Satellitenanbieter macht das. Sondern dass man da auch untereinander die Daten sharen kann. Wieder quasi so wie Roaming, steht hier auch. It's a bit like roaming. Blöd ist dabei nur, das kostet natürlich Geld. Ich habe mir auch gleich gedacht, super, wir schießen hier unsere Pakete ins All und einfach nur, um es mal gemacht zu haben, auch wenn man das jetzt vielleicht auch gar nicht so, wie man Netz hat hier in Ulm, muss man nicht tun, aber man kann es einfach mal machen. Die gute Nachricht ist aber, ich glaube, ein oder drei Monate, weiß nicht mehr genau, also eins von beiden ist es for free. Also wer es mal ausprobieren will, wenn es das dann mal gibt, das ist noch nicht offen, kann man als TTN-Kunde auch mal ein bisschen diesen Satelliten verwenden, wenn der gerade hier drüber fliegt. Also das werden wir hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Da schießen wir mal Pakete ins All. Das war echt eine spannende Sache. Die hatten auch einen Satelliten quasi dabei oder beziehungsweise die Antennengeschichte, der hing dann in dieser Lagerhalle. Es war eine schöne Halle, ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war eine schöne Halle, die kalt war, aber in dieser Halle hing der Satellit von der Decke. Und die hatten ein paar Nodes an der Seite liegen. Die haben dann, da konnte man da war ein Computer, da konnte man quasi seine Payload eintippen. Dann hat die Node das nach oben geschickt an diesen Satelliten, der an der Decke hing. Und der hat es dann quasi wieder runter übertragen an ein anderes System, wo eine alte Schreibmaschine angeschlossen war und die hat dann die Nachricht ausgedruckt. Also wirklich so wie so ein Schreibmaschinenroboter quasi. War ja auch irgendwie so ein ESP. Es war wirklich eine alte Schreibmaschine, eine echte alte Schreibmaschine, wo die Knöpfe halt mechanisch dann gedrückt wurden und lag ein Raspberry Pi daneben, der wird es wahrscheinlich gemacht haben. Also die Übertragung dann und das Mechanische hat man nicht gesehen, das war verbaut innen drin. Aber das war ganz ulkig, weil die wirklich von Node ins Weltall quasi simuliert auf diese alte Schreibmaschine, die Daten geschickt haben. Da haben sie schon einen netten Effekt erzielt auf der Konferenz. Ja, aber da mal gucken, wie es da weitergeht. Dann habe ich noch dieses Microclimate mitgebracht. Das ist aber jetzt nicht, das ist aber nicht so das extrem spannende Thema. Das ist so eine kleine Gruppe aus, ich glaube, Slowenien, die so eine, ja, die hat eine Node gebaut. Da sind ein paar Temperatursensoren, Wettersensoren drin, Klimasensoren drin. Und da gibt es jetzt so eine offene Karte, wo man die Daten dann auftauchen, wenn man die in diesem Netz mitmacht. Das soll einfach so eine verteilte große Wetterkarte werden. Oder ja, eine Wetterkarte ist falsch, Klimakarte. Und weil wir in Ulm auch mal dieses Thema angeschnitten hatten, habe ich mit dem ein bisschen geredet und habe die immer ein bisschen gefragt, wie das so läuft, weil wir dieses Quartier, wie heißt das genau, Simon, das... Genau, weil da ist mal das Schlagwort Mikroklima gefallen. Die haben schöne fertige Nodes, das ist so ein langer Stift mit so einem Sensor dran, gut drüber nachgedacht, wie der gebaut sein muss, damit er gut funktioniert, damit er gute Werte liefert. Im Endeffekt aber auch nur ein Beispiel der vielen, vielen Aussteller, die es dort gab. Die machen so ein zweigleisiges Ding. Die haben einmal diese Community-Karte, da gehen alle Daten quasi offen rein. Man kann es aber auch quasi für sich selbst haben und sagen, ich will jetzt einfach mal wissen, wie es im Neubaugebiet das ganze Klima verteilt, diese Wetterstäbe, nenne ich mal, so ein bisschen wie so ein langer Zauberstab sah das aus.
und kriegt dann halt gute Daten geliefert. Und die sind auch zertifiziert, das hat er gleich gesagt. We are certified. Das war ihm ganz wichtig, weil da habe ich nicht gefragt, von wem, ja, aber das, die kommen alle so ein bisschen aus dem, oder die von dieser Gruppe kamen alle so ein bisschen aus dem universitären Umfeld. Ich vermute, die haben da vielleicht über so, ja, so eine wissenschaftliche Zertifizierung, aber ich habe da nicht genau gefragt. Was nur ganz lustig war, der hat auch noch gleich, ich habe gleich angefangen, wir haben auch mal rumexperimentiert mit Müllsensoren oder zumindest angedacht, das habe ich ihm erzählt. Und dann hat er gemeint, oh, das funktioniert nicht. Und dann hat er genau das gesagt, was wir auch immer gesagt haben. Also es ist halt sehr schwierig, mit Ultraschall den Müllsensor von oben in den Mülleimer reinzugucken und dann rauszufinden, ist jetzt da voll oder nicht, weil die leere Plastiktüte den voll macht und die Glasflasche, die drauf fällt, den wieder leer macht. Hat er auch gleich eingesehen. Die haben aber diesen Stab mal an die Klappe von so einem Mülleimer gesetzt und haben einfach die Auf- und Zu-Aktionen gezählt und dann geschätzt, wie voll der Müll ist. Aber war lustig, weil dieses Müllthema immer wieder kam, Müllsensoren, und alle haben gesagt, oh, das ist sehr schwierig und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und was auch oft gefallen ist, ja, jetzt haben wir LoRaWAN und wir haben die Hardware und wir haben alles, wir haben das Netz und wir haben die, aber uns fehlen halt noch die Anwendungen. Und das war auch, das hat sich über die ganze Konferenz gezogen. Den Witz hat irgendwann jeder mal gemacht. Und war auch wirklich so. Also es gab eine Menge Aussteller, aber es gab eigentlich nur einen einzigen, der eine Lösung hatte, so von A bis Z. Also so, das waren die von Cayenne, wo wir nachher noch dazukommen. Diese MyDevices, die hatten so IoT in a Box. Das ist so, da kriegt man wirklich eine Box und da ist alles drin. Da ist ein Gateway drin, da sind Nodes drin und da ist dann digital dann noch eine App dabei und ein Backend und dann kriegt man wirklich einmal alles von Gateway, von der Node übers Gateway bis auf die Visualisierung auf dem Handy von den gemessenen Werten und die auch noch schön visualisiert. Ich persönlich finde, es ist immer noch keine Anwendung, es ist nur quasi ein Tool für eine Anwendung, aber das war schon das Anwendungsnaheste, was man da so gesehen hat in der Praxis. Alle anderen Aussteller waren halt Hardwarehersteller, Sensorhersteller, denen ist das dann egal, was man damit macht. Oder Softwarehersteller, die halt sagen, hier ist eine Visualisierungsplattform, macht halt was damit. Aber so dieses, wir haben jetzt wirklich ein Problem damit gelöst, war vielleicht auch nicht der Fokus der Konferenz jetzt, aber so trotzdem hätte man das gerne mal gesehen, so dieses, ja, konkrete Anwendung, wir haben damit das und das und das verbessert. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht sind das dann nicht die Personen, die auf solche Konferenzen gehen, weil die nicht so technisch interessiert sind, sondern mehr so von der Problemlösungsschiene und dann da gar nicht auftauchen. Ja, das waren eigentlich grob die Highlights von der Konferenz. Wir können noch mal kurz in dieses Aftermovie reingucken. Beziehungsweise bevor ich das starte, kann ich noch mal ganz kurz die Liste der, da sieht man auch gleich die Halle mal. Kann immer die Liste der Talks, die gibt es da sehr kurz immer so unter YouTube, einfach mal nach The Things Network suchen. Findet man dann gleich. Da gibt es dann seit kurzem hier alle Talks, die es gab an den zwei Tagen. Hier auch sehe ich gerade diese beiden Videos, die wir, glaube ich, gerade geguckt haben, die gibt es jetzt hier mittlerweile auch. Ja, da gibt es einiges zu gucken. Also waren wirklich auch teilweise sehr interessante Leute da, auch von der ganzen Welt, waren Australier da, die von ihren LoRaWAN-Sachen mit Kängurus erzählt haben. Und die haben vor allem weiß gar nicht, wo der ist. Der war, ich glaube, das müsste, ich suche gerade das Video. Der da war das hier, genau, Paul McManus. Der hat auch danach noch in so einem Gespräch nach dem Talk erzählt, die haben in Australien, gerade im Outback, relativ einfache Bedingungen, weil das ist sehr, sehr flach dort und die kam eine tolle LoRaWAN-Abdeckung dadurch. Das ist nicht überall so. Ja, also da kann man mal ein bisschen stöbern. Da sind echt gute Sachen dabei. Da, am Anfang gibt es auch die Keynote, die ist ganz nett. Und dann das Aftermovie. Welcome! Starten. We need to rethink security. Yeah, we're super, super excited about this product. And so imagine the use cases you can drive with this single piece of hardware. And a lot of fun as well. It's good to see lots of solutions, whereas I think in prior conferences there's been lots of technology
and we're super excited that we're launching these gateways around the world. It's even more exciting is that we're gonna do this as an extremely disruptively low price point. And that's why we are going to help you by providing LoRaWAN connectivity over satellite. We're standing on the shoulders of giants. Oh, the Things Conference has been amazing. We've really enjoyed a lot. Very inspiring conversations with a lot of the community. We're really looking forward to next year. And there's one more thing. We're giving away 800 of these gateways to everybody here. Ja, und nächstes Jahr, glaube ich, gehen wir da alle zusammen hin. Da habe ich noch eine Sache gesehen. Oh ja, da war er. Jetzt gibt es ein kleines Rätsel. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber das... warte. Irgendjemand weiß, wer die Person ist, die da gleich steht. Da war sie gerade gleich. Nee. Oh, das war auch interessant. Die hatten so eine Wand, die LoRaWAN Wall of Fame, haben wir das immer genannt. Haben sie die ganzen Produkte hingeklebt, die man so, viele davon kennen wir auch schon so, das IMS-Gateway, die IMS-Gateway-Platine war da, viel, was auch hier so liegt. Das war echt cool, also das war eine tolle Übersichtswand. Da kann man nichts, kann man nicht meckern. Jetzt hoffe ich nur, dass der wieder ins Bild läuft hier. Ah, da. Der da links. Der da steht? Ja. Das ist der Nicolas Sorin. 100 Punkte, das ist der Erfinder von LoRaWAN. Deswegen, der war auch da und der wurde so ein bisschen, also, der hat sich niemand getraut, ein Autogramm zu holen. Aber teilweise hat man schon gemerkt, vor dem hat man guten Respekt gehabt. Also super netter Typ. Und manche wussten auch nicht, wer der ist. Und so, wer ist denn der da? Warum erzählt der so viel? Und so, ja, der hat LoRaWAN erfunden. Was? Ja, was? Aber waren schon ein paar, ja, natürlich keine Berühmtheiten jetzt so im eigentlichen Sinne, aber war ganz lustig, weil halt schon da einfach ja, die weltgrößte LoRa-Konferenz und da waren einfach alle da, die zu dem Thema irgendwas zu sagen haben oder auch nicht zu sagen haben, wie man sieht. Und da wollte ich auch noch drauf raus, da habe ich noch eine kleine lustige Anekdote zum Schluss. Das ist der Stand von Smart Makers aus Karlsruhe. Also quasi die Sachen hier, oder Simon? Die sind da alle auch in dieser Vitrine drin. Das sind einfach Sensoren von dieser Firma. Die bieten die alle an oder halt zum, ja, also die stellen die nicht her, aber die vertreiben die. Und einer unserer neuen Ulmer, ein Geschäftsmann, hat auch am Schluss so gemeint: Ja, komm, was habt ihr denn da drin? Wie viele Sensoren sind das? Ach, machst mir ein gutes Angebot. Ich nehme einfach die ganze Vitrine dreimal. Also, warum dreimal? Also entweder einen Sensor 100 Mal oder das macht Sinn, aber nicht dreimal alles. Nee, komm, also natürlich zum Testen war dann die Idee, das dreimal zum Testen zu haben. Und jeden Sensor dreimal, dann kann man die entsprechend machen. Aber das war so ulkig, weil der Vertriebler da ganz überrascht war, was oder ganz überfordert war mit dieser Anfrage. Ich hätte gern diese Vitrine hier dreimal, tipp's bei dir ins SAP ein und schick mir ein Angebot. Und das wird wahrscheinlich passieren. Also wir werden, oder zumindest mal in dem CitySense-Umfeld wird wahrscheinlich diese, also nicht die Vitrine an sich, aber der Inhalt wird irgendwann mal in Ulm landen. Also das war ganz ulkig. Lustigerweise wusste auch Smart Makers von manchen Sensoren den Preis nicht. Und er wusste natürlich bei seinem dreimal die ganze Vitrine auch nicht den Preis. Jetzt ist mal, schauen wir mal, was da draus wird. Aber ja, das war ganz lustig. So, das war es eigentlich von mir. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Und wenn nicht, dann... Ich habe hier noch ein anderes Video. Das spielen wir jetzt nicht, aber das ist auch ganz lustig. Das ist einfach ein LoRaWAN oder ein TTN-Erklärungsvideo. Was ist das eigentlich? Und in 2 Minuten ist teilweise, was wir schon gesehen haben, aber in 2 Minuten ist das mal ein ganz cooler Aufhänger, falls man das mal irgendjemand erklären will, was das eigentlich ist und was TTN eigentlich ist. Kann man das nicht rumschicken, habe ich nur entdeckt bei denen. Das ist ganz cool. Okay, Simon, wenn du...